War klar, ich habe verschlafen. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück beim Harvest Moon Back to Nature Let's Play. So, morgen haben wir gutes Wetter. Versuchen wir doch trotzdem auch mal schnell die Eier abzuliefern. Genau, Fräulein schön. Aber ich glaube, an einem Festtag bringt es eh nichts. Oh, wir haben schon vier große Hühnchens. Füttern können wir trotzdem erstmal. 4, 5. Ja. Also wenn ich jedes Mal mal was wegschmeiße, ist natürlich scheiße, ne? Zack. Na, komm schon. Oh, Alter. Alter, greift dir das Ei! Da kannst du wahnsinnig werden mit so einer Scheiße. Also ich zumindest. So, vor allem wenn man es eilig hat, ne? Ich gehe jetzt falsch, aber ich habe Angst, dass wenn ich über den Dorfplatz gehe, dann vielleicht doch schon die Scheiß-Szene auslöse, dass ich auf dem Dorffest teilnehme. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ich habe ewig Zeit. Sie wollen doch ihre Eierchen haben. Schleusen, aber wann macht ihr denn auf? Was ist das für ein Quatsch? Hallo? 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 Leck mich doch am Arsch. Mach ja halt alles für mich alleine. Ach, ja gut, ich kann doch eigentlich gleich beim Eierfest teilnehmen. Ist ja scheißegal. Denn die Feldarbeit muss sowieso bis abends warten. Yeah. Na dann, stürzen wir uns gleich ins Getümmel. Yeah. Tomaten. Also mir schmecken persönlich keine Tomaten, wobei ich die in getrockneter Form esse. Als Tomatensauce, Ketchup, alles andere. Oder gegrillte Tomaten sogar, ja, aber pur ist nicht so meins. Außer vielleicht im Salat so ein bisschen klein geschnibbelt. Also das ist immer so. Ja. Ich hatte in letzter Zeit viel Stress. Ich hoffe, dass ich nicht zu weit gehe. Mit was denn? Ah so, ah, du willst dich hier abbauen, abregeln, ja? Ja, Freundchen, ich seh's doch, komm hier. Ja, Cliff. Alle sehen aufgeregt aus. Machst du auch mit, Martin? Ja. Du auch? Ha! Heute kann uns jemand den Sieg mehr nehmen. Ja, bewegen wir auch. Oh, hallo Martin. Willst du nicht in unserem Team anschließen? Wir brauchen junge Leute. Oh ja, wir brauchen. Warte mal, erstmal nein. Oh, Martin, du schließt dich einem jüngeren Team an, nicht wahr? Das freue ich mich. Ach, ja, warum schließt du dich unserem Team nicht an? Was könntest du und ich schon allein ausrichten? Warte mal, ich muss erstmal überlegen hier. Oh, hast du bereits jemand anderen zugesagt? Noch gar nicht. Schieß mich denn an? Ich kann ganz sehr gezielt werfen. Du solltest besser nicht mein Gegner sein. Oh, ich frage mich, ob ich mich einem Team anschließen darf. Nein. Ich mag das Tomatenfest. Warum? Weil so viele Leute da sind, die es verdienen, etwas abkriegen. Ja, Freund Blase, du auch, du auch. Weißt du was? Es macht viel mehr Spaß, sich am Tomatensaft einem Team anzuschließen. Beim Tomatenfest. Am Tomatensaft, meine Fresse. Beim Tomatenfest ein Team anzuschließen, als nur von der Seite zuzugucken. Okay. Willst du dich meinem Team anschließen? Nö, erstmal nicht. Was? Du schließt dich einem anderen Team an? Hm, wie gemein. Oh Gott, ja. N und dem Dings vielleicht?
gerade zur rechten Zeit. Willst du dich unserem Team nicht anschließen? Nein. Oh, das trifft uns hart. Wenn du dich einem anderen Team anschließt, hoffe ich, dass wir nicht gegeneinander antreten müssen. Ja, meistens schon, oder? Denk, was du willst. Aber ich vertraue auf die Kraft meiner Arme. Meinetwegen kann es losgehen. Ich habe Armee ausgesehen ausgelesen, deswegen habe ich gerade gestockt. Aber ich mach mal hier für die Kleinen. Du hast mir ein Versprechen gegeben, er ist da ziemlich egoistisch. Momentchen mal. Ach nö! Nö! Jetzt hab ich's verkackt, wa? Hehehe. Okay, Freunde. Ja, jetzt habe ich es echt verkackt. Super. Okay. Ich würde mal sagen, dadurch, dass wir jetzt die ganzen Gespräche gesehen haben, mache ich hier gleich nochmal einen Cut und wir sehen uns gleich beim Tomatenfest wieder. Ja, und dann nehme ich bei einem Team teil. Das Junior-Team hat beim Tomaten weggewollt. Bitte helft ihm eben sauber machen, bevor ihr nach Hause geht. Ja, ja. Nee, Freunde. Wie gesagt, ich mache hier aber kurz vorher. Und ja, dann schließen wir uns gleich nochmal ein Team an, ne? So, Freunde, da sind wir auch wieder zurück beim Tomatenfest. Gerade angekommen. Hab zuvor natürlich nochmal ein bisschen, nein, nicht Feldarbeit gemacht, aber nochmal die Tiere versorgt, nachdem ich neu geladen habe. Hab den Honig geerntet, den leider aus Versehen wieder vor der Truhe weggeschmissen. Was auch sonst. Mich um die Hühner gekümmert und unser Kappa kümmert sich in der Zwischenzeit um die Feldarbeit. Und wie gesagt, schließe ich mich hier der Ellie an. Ja, mache ich. Gut, du bist immer so niedergeschlagen, wenn wir beim Tomatenfest verlieren. Oh, da geht's nämlich auch sogar schon los mit dem Tomatenfest, ne? Schauen wir mal. So, ich hoffe, ich krieg hier nochmal Regeln erklärt, Freunde. So, hier kommt die Erläuterung. Drücke die Dreieckstaste, um dich im Fass zu verstecken. Drücke im Fass versteckt die X-Taste, um eine Tomate fertig zu machen. Drück die X-Taste erneut, um die Tomate zu werfen. Benutze die Richtungstasten nach links und rechts, um zu zielen. Wenn du getroffen wirst, bist du aus dem Spiel. Hast du das verstanden? Also erst reinkriegen, mit X was vorbereiten und dann nochmal werfen. Okay, das kriege ich hin. Okay, auf geht's! Das Schafteam und das Du! Ach, wir sind das Schafteam, okay? Was ist das für ein Team? Das Hühnerteam? Das Hühnerteam und der Rick. Fertig. Ey, wieso bin ich schon raus? Okay. Gewonnen hat das Hühnerteam. Yeah. Okay, das ging nur doch schneller als erwartet. Da habe ich mich nicht lange genug gebückt. Super. Man sollte auch auf die anderen Tomaten achten. Ja, aber ich werde es jetzt nicht nochmal versuchen. Das hat auf jeden Fall trotzdem Laune gemacht. Man weiß auf jeden Fall jetzt, was man machen muss. Vielleicht probierst du das nächste Mal nochmal alleine. Ja, wahrscheinlich. Naja. Das Sternteam hat diesen Tomatenfest gewonnen. Bitte helft allen beim Saubermachen, bevor ihr nach Hause geht. Juhu. Na dann, aber trotzdem. Oh, dieser Stu, er hat sich die ganze Zeit so lautstark über unsere Würfel beschwert. Ich hätte mehr in unser Team aufnehmen sollen. Wenn du eine Tomate wirfst, musst du deinen Ellenbogen etwas anwinkeln. Ja, genau, Freund Blase, ne? Dein Team hat verloren, Stu. Nur weil du gelogen hast und mir gesagt hast, ich könne mich dein Team anschließen. Du hast doch aber nicht mitgemacht. Was habt ihr gesagt hier? Oh, bitte Martin.
Wie lange willst du noch Trübsal blasen? Genug ist genug, ihr. Wir haben noch nicht gegen euch gespielt. Wir sind erst nun rausgeflogen. Mann, das hat Spaß gemacht. Ich kam aus dem Werfen gar nicht mehr heraus. Hihihi, ja. Und Cliff, wo warst du eigentlich in welchem Team? Oh, das ist schlecht. Hat Duke schlechte Laune? Ist doch scheißegal, oder? Hurra! Der Kniff besteht darin, sich die richtigen Tomaten zum Werfen auszusuchen. Ich zeige dir das nächste Mal, wenn du dich unserem Team anschließt. Okay, na ja, gut, nächstes Mal könnte man wirklich vielleicht ein anderes Team versuchen, aber... Hey, unterschätzt mich nie. Ja. Schade, aber es lag daran, dass Rick und Kai nicht richtig zusammengearbeitet haben. Genau. Wir haben verloren, sicher, weil Kai bei uns war. Es spielt für mich keine Rolle, ob wir gewonnen oder verloren haben. Hast du gesehen, wie Rick die seine Tomate genau ins Gesicht gekriegt hat? Ich muss immer noch lachen. Ja, so machen sie das, ne? Oh, und hat es dir Spaß gemacht, Martin? Bitte mach auch nächstes Jahr wieder mit. Ja, kann ich machen, aber ich glaube, das Let's Play geht leider nicht so lange. Wir werden nur bis zum ersten Jahr spielen. Es sei denn, vielleicht wirklich nochmal dann die Feste im Nachhinein reinschneiden, mal gucken. Aber das Back to Nature Let's Play wird eigentlich sich nur, so habe ich es geplant, über das komplette erste Jahr erstrecken. Also von daher. So, ich hätte die Gießkanne schon nicht. Tjot. Dann schauen wir mal, wie weit Kappa hier alles gegossen hat. Gegossen hat? Ne? So, siehst du, er hat nämlich was noch vergessen, die Pfeife. Und dann soll hier alles vernünftig wachsen. Wo kommen wir denn da hin? Warte mal. Ich hätte vielleicht noch einen neuen Wichtel anheuern müssen, wa? Bitte nicht. Ne, 2 Tage übrig. Gott, reicht morgen noch. Ja, super. Da gar nicht gegossen. Was ist denn für ein Pfeife? Muss ich wieder alles alleine machen. Super. Naja, ist sowieso am besten, wenn man was selber macht, ne? Es gibt ja so einige Felder, wo man das bestimmt drauf abwälzen kann. Momentchen mal, komme ich jetzt da? Ne! Scheiß die Wand an. Jetzt ist da genau ein Strauch gewachsen, wo ich noch gießen muss. Oh nee. Okay, da brauche ich erstmal wirklich die Nome und dann heißt das Werkzeug so schnell wie möglich ausbauen. Also Freunde, das heißt, wir müssen beim nächsten Mal definitiv den Hammer ausbauen und die Zwerge noch weiter engagieren, denn die müssen dafür sorgen, dass die Zwiebelpflanze weitergegossen wird. Los, Kappa, ab, geh die Zwiebel da gießen. Ja, ich weiß, es ist anstrengend, Freund Blase. Ich gehe aber lieber auf Nummer sicher, denn ich traue den Zwergen eigentlich da nicht, in der Hinsicht. Ich bin mir sicher, das haben die damals auch mal zum Teil verkackt bei mir, weil... Ich kann mich... Ja gut, das ist schon zu lange her. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern, aber... Naja. Machen wir aber den Hof hier ein bisschen auf Vordermann. Ich weiß aber nicht, ob es was bringt, wenn man sozusagen noch ein Haus, sag ich schon, einen Zaun drum irgendwie zieht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der Zaun bringt nur was damit, wenn du den Hund nicht draußen hast, dass sozusagen keine Wildtiere kommen und irgendwie was wegfressen oder so. Aber, Ja. Zack. Oh, er hat sich schon wieder auf den Moosenboden gesetzt. Yeah. Tja, Freunde, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir es auch heute wieder mal nicht geschafft haben, das Haus auszubauen, müssen wir das auch nochmal auf die nächste Folge schieben, aber dann würde ich mal sagen, da haben wir ordentlich was zu tun. Alter, Kappa, wo bist denn du? Jetzt ist der Zwerg abgehauen.
Okay. So oder so jetzt eine Zwiebel weniger. Hehe. Die sind umgefallen. Oh, Gott sei Dank. Na dann, Freunde. Ich würde mal sagen, die Folge ist wieder ein bisschen kürzer geworden. Dann werden die nächsten dafür wieder ein bisschen länger. Ja. Obwohl, warte mal. Nee, das ist mir auch ein bisschen zu kurz, würde ich fast sagen hier, oder? Das muss ich mal überlegen. Ich gehe wenigstens noch mal schnell das rote Gras ernten. Dann müssen wir noch ein bisschen die Zeit hinausstrecken. Aber ja, für die Person, die gerne abschalten möchte, kann es gerne jetzt tun. Auf jeden Fall wird die Folge halt heute trotzdem etwas kürzer. Dank des Tomatenfestes. Ich hätte ja gehofft, dass wir ein bisschen besser durchhalten. Aber naja. Hoffentlich verschlafen wir nicht wieder am nächsten Tag. Hä, habe ich noch... ich habe ja noch die Eier aber dabei. Die ich heute eigentlich auch nicht abgeben könnte. Das heißt, ich kann die verkaufen. Yeah. Oh oh. So ein Blase, fällst du mir hier um? Oh nee, der verschläft doch dadurch wieder. Nein. Das heißt, ich werde euch völlig tief verpinnen. Ne? Ein Ei hebe ich mir mal noch auf. Wer weiß, ob wir morgen leider nicht die drei Stück kriegen. Aber naja. So, wie gesagt, ich bedanke mich trotz alledem fürs Zuschauen. Die Folge ist halt wie etwas kürzer geworden, leider. Dafür werden, wie gesagt, die nächsten etwas länger. Und wenn es euch trotz alledem gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich freue mich. Ciao, ciao.